Hey, hallo liebe Wochenblattfans und alle, die es noch werden wollen, was gibt's Neues bei uns in Print und Online? Kollege Jörg Dammann hat einen eher kuriosen Beitrag aus der Stader Kreispolitik genutzt, um eine launige Geschichte zu machen. Geht um Stoffwindeln. Ihm ist nämlich eingefallen, dass er früher immerhin dreifacher Vater der Windelwickel-Weltmeister war. Für alle, die das auch lernen wollen, es geht ums asymmetrische Falten. Gibt, glaube ich, ein Erklärvideo. Kollegin Jana Bollmann, die ja selbst Eishockeyspielerin ist, hat den Hype um die super erfolgreiche Eishockey-Nationalmannschaft dafür benutzt, mal bei den Haselfelder Tigers nachzufragen. Profitiert ihr davon? Wie erlebt ihr das? Kollegin Susanne Laudin hat ein eher unerfreuliches Thema am Wickel gehabt. Baustopp, der zweite an der K39 im alten Land. Keiner will es gewesen sein, aber zweimal war schon nichts mehr los auf der Baustelle. Es ist zu befürchten, das wird ein Thema, das begleitet uns noch länger. Ich habe mich mit der Straps beschäftigt. Hört sich niedlich an, ist aber die Straßenausbaubeitragssatzung. Das ist, liebe Leute, wenn die Straße vor eurer Haustür saniert wird, das Ding, was euch fast pleite machen kann. Anwohner müssen mitzahlen, teilweise hohe Summen. Deswegen haben viele Städte und Gemeinden gesagt, nee, wollen wir nicht, schaffen wir ab. Jetzt gibt es aber ein aktuelles Urteil. Und das könnte dazu führen, dass die Straps durch die Hintertür wiederkommt. Also überhaupt nicht niedlich. Ich sag so, ich nehme jetzt noch ein Käffchen und dann mache ich mich an die nächsten Geschichten, die ihr print und online am Mittwoch lesen könnt. Ansonsten, Wetter soll ja schön werden. Viel Spaß beim Frühsommer. Tschüssi.